Erneut willkommen bei meinem Let's Play Victoria 2. Wir sind noch immer in Österreich und vielleicht könnt ihr euch erinnern, das letzte Mal haben wir einige wahnsinnig schlechte Entscheidungen getroffen. Zum Beispiel haben wir es verabsäumt, Sachsen dem Preußen zu entreißen. Also zu entreißen ist vielleicht das falsche Wort. Auf jeden Fall haben wir es irgendwie nicht geschafft, mit Sachsen bei uns zu behalten, als Staat in unserer Einflusssphäre. Wir werden jetzt alles daran setzen, dass wir verhindern, dass Preußen diesen Staat quasi für sich gewinnt. Schauen wir mal, ob wir das irgendwie schaffen. Ja. Es wird nicht sehr einfach. Aber es soll ja nicht unbedingt einfach werden. Wenn sie es schaffen, es uns zu entreißen, werden wir mit Preußen Krieg führen müssen, fürchte ich fast. Noch hat Preußen nicht alles, was es braucht, aber was werden wir schon noch herausfinden, ob wir ihn irgendwie abhalten können müssen. Oh, schau an, Württemberg machen sie nichts. Das heißt, wir werden Württemberg mal abschalten. Kolumbien wollen wir weitermachen und Baden und Bayern haben wir genau das gleiche Problem wie in Sachsen. Gut, also wir haben das letzte Mal auch, wie ihr vielleicht seht hier, einen Teil Afrikas erobert, in dem Fall eigentlich nicht Afrika, sondern Ägyptens. Das haben wir gemacht, weil wir wollen in nächster Zeit, das wird noch ein bisschen dauern, den Suezkanal bauen. Und dafür müssen wir dieses Gebiet kontrollieren. Entweder in Form von Einflussgebiet, und das interessiert mich eigentlich nicht, Ägypten in mein Einflussgebiet zu ziehen, oder indem wir das Gebiet einfach erobern. Und genau das haben wir getan. Das gleiche gilt im Übrigen auch für Panama. Auch den Panama-Kanal können wir irgendwann mal bauen. Dafür habe ich mich aber entschieden, nicht Krieg zu führen, sondern Kolumbien, das derzeit Panama hält, in meine Einflusssphäre zu kriegen. Derzeit sind wir vertraut, kein anderer interessiert das zurzeit, ein bisschen die Vereinigten Staaten, aber nicht genug, dass es irgendwie unangenehm für uns wäre. Gut, das ist die Ausgangslage. Machen wir weiter. Diese Runde wird sich hauptsächlich mit den diplomatischen Entscheidungen bzw. mit den diplomatischen Änderungen zurechtfinden. Diese Kriegsgründe sind vielleicht gar nicht einmal so schlecht. Vielleicht kann ich sie nützen, um dann einen Krieg gegen Preußen anzuzetteln. Ah, das ist interessant. Sie geben 25 Punkte aus, um mich schwächer zu machen in Bezug auf Preußen, auf Sachsen. Das könnten wir eigentlich auch machen. Tja, wenn wir uns das so anschauen. Etwa 0,2 pro Tag und er hat 0,25 pro Tag, das ist nicht gut. Das ist einfach schneller als ich. Aber er ist nicht so viel schneller als wir. Das heißt, auch wir werden ihn in Verruf bringen. Das heißt, auch er wird langsamer forschen. Das heißt, eigentlich müssten wir jetzt in etwa wieder gleich schnell sein. Na, er ist noch immer schneller. Aber nicht mehr so viel schneller. So, vielleicht bringen wir ihn dazu, da irgendwas zu machen stattdessen. Uff, im Baden ist auch nicht mehr weit entfernt davon, mich rauszuwerfen. Na gut. Oh, wir haben Schulden. Nicht gut. Ach ja, stimmt. Wir hatten ja noch
Truppen da drüben. Wir haben zwar schon wieder das Einstellungen hier gemacht und hier, aber noch nicht bei den Militärausgaben. Das liegt daran, dass ich zuerst will, dass diese Truppen voll geheilt sind. Und das sind sie jetzt. Gut, das passt für mich also. Das heißt, wir können bei den Militärausgaben ganz auf 0% runtergehen. Passt für mich. So, Sachsen hat den Befehl gegeben, die Reserven zu demobilisieren. Das ist schön. USA, Spanien. Oh, Äthiopien will auch einen Teil von Ägypten haben. Baden und Frankreich. Vielleicht sollte ich Baden aufgeben und den Franzosen überlassen. Oh, Hannover ist jetzt auch in preußischer Einflusssphäre. Das heißt, es ist noch schwieriger. Wir müssen auf jeden Fall aus Sachsen draußen halten. Holstein schon in seiner Einflusssphäre? Nein. Aber bald. Das heißt, Sachsen ist das Letzte, was ihm noch fehlt, dann. Nicht gut. Wir müssen, glaube ich, doch in Militär investieren, auch wenn mir das nicht gefällt. Wahrscheinlich müssen wir, wenn wir gegen Preußen Krieg führen, auch. Wir haben Geld von der Bank von Transvaal bekommen. Das ist interessant. Europäische Bankhäuser trauen uns nicht, oder wie? Das finde ich irgendwie ernüchternd. Na gut. Wir werden nicht allzu lange wegbleiben von den Diplomatie-Seiten. Apropos Diplomatie-Seiten. Wir verbessern die Beziehung zu Großbritannien und vor allem zu Frankreich, weil Frankreich brauchen wir im Krieg gegen Deutschland. Das wird das absolut Wichtigste sein. Die müssen uns helfen gegen Preußen. Und wir sind nur noch auf 85. Also können wir keinen Krieg erklären. Wieso habe ich keinen Kriegsgrund gegen Preußen? Das ist interessant. Sollte ich nicht den Kriegsgrund haben, dass ich die Vorherrschaft durchsetze? Ist das geändert worden in den letzten paar Malen, die ich gespielt habe? Das ist interessant. Okay, er hat unsere Berater rausgeworfen. Naja. Solange nur die Berater rauswirft und nicht unseren Botschafter, ist das nicht so tragisch. Schauen wir mal. Ja, er hat selbst seine ganzen Leute dafür ausgegeben. Das heißt, im Endeffekt. Oh, wieso bin ich da schon wieder in Verruf gebracht worden? Hat er das auch gemacht? Was verwendet der seine... Das ist so ärgerlich. Ja, ein bisschen mehr Liberale. Franz der Erste stirbt, na geh. Das war eh so ein reaktionäres Aas. Das ist okay, dass der nicht mehr lebt. Was haben wir hier? Dalmatien baut noch immer diese Fabrik. Das haben wir schon das letzte Mal gehabt.
Aber jetzt bauen wir sie fertig. Hey, Nabucco, das ist gut. Wir bekommen mehr Prestige. Prestige ist gut. Wir bezahlen. Gut, haben wir eigentlich schon irgendwelche Kapitalisten? Arbeiterspione, was mit Arbeiterspione? Ah, damit können wir verhindern, dass die Leute streiken. Könnten bessere Informationskanäle gebrauchen. Das senkt die Militanz. Ihre persönliche Integrität verletzen zweifelhaft. Und wir könnten das Bewusstsein senken oder eher die Militanz. Bewusstsein wollen wir hohes haben. Wir wollen, dass die Leute Reformen wollen. So, zeigt er auch leere Staaten? Nein. So, Moldau ist noch frei. Und Venedig und Venedig noch. Na, 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 na. In Venedig werden wir schon investieren. Venedig ist ein großer Staat. Was brauchen wir in Venedig? Ah, Kleiderfabrik. Wir haben da Seide. Das heißt, wir werden dann im Endeffekt Luxuskleidung herstellen hier. Gut. So, wie ist das? Wir weisen den Botschafter aus. Wir holen uns ein paar Generäle. So, wenn wir dann eine Fabrik in jedem unserer Staaten haben, drei brauchen wir ja noch. Oh, ein neuer Krieg. Ich würde mal sagen, die USA hat Mexiko den Krieg erklärt. Das hätte ich mir vorhin genauer anschauen sollen, was bei der USA-Flagge gestanden ist. Großbritannien, Großbritannien, Frankreich. Oh, die Osmanen haben ein Militärbündnis mit Preußen geschlossen. Das gefällt mir aber nicht. Wenn wir jetzt mit Preußen Krieg führen, dann führen die ja mit uns auch Krieg. Das wäre ja dann fast ein Zwei-Fronten-Krieg. Fast ist gut. Ob wir Preußen irgendwie raushalten können? Wir gewähren denen mal Militärzugang. Und die werden mir mal freundlicher stimmen. Ah, ich weiß, warum das geht. Könnten die mit mir auch ein Bündnis eingehen? Nein. Sie haben bereits ein Bündnis mit Preußen. Mist. Und das hätte ich auch denken können. So, wir haben hier Kriege, den amerikanischen Befreiungskrieg von Colorado. Das ist einer der erste in einer Reihe von vielen Kriegen, die wir sehen werden, um Mexiko von seinen Besitztümern in den USA zu befreien. Das muss ziemlich grausam gewesen sein für die Mexikaner. Oh, wir haben die Druckkammer für die Thorax-Operationen erfunden. Wieder ein wenig Prestige, sehr gut. Prestigemäßig sind wir Dritter. Industriell sind wir schon Siebenter und militärisch Neunter. Das klingt nicht gut. Preußen ist militärisch aber auch nicht viel besser als wir. So gesehen brauchen wir noch nicht so viel Angst haben.
sprecht Ungarisch, lasst sie Ungarisch sprechen, wenn es ihnen damit besser geht. Naja, wieso auch nicht? Verlieren Militanz, gewinnen Bewusstsein. Slowaken, Kroaten und Rumänen sind allerdings nicht so glücklich damit, die gewinnen auch Bewusstsein. Ja, aus meiner Erfahrung, diese nationalen Konflikte, die wir ja durchaus besitzen in Österreich, sind nur halb so tragisch, wenn man erstens erfolgreich ist. Oh, noch eine botanische Expedition, ob wir nochmal Glück haben und eine Blume finden. Wir werden es auf jeden Fall versuchen. Das kostet mich noch kein Geld, das kommt erst später, wenn sie Hilfe brauchen. Aber das letzte Mal haben sie auch ohne Hilfe die Blume gefunden. Na, wieso nicht? Wer weiß, manchmal hat man ja Glück. Oh, jetzt hat er den Botschafter verbannt. Das war abzusehen. Haben wir noch einen Kriegsgrund gegen einen von diesen Mini-Staaten? Es wäre vielleicht eine interessante Sache, einen von diesen Mini-Staaten, wenn er ihn nicht unterstützt im Krieg. Was der? Nein, Hessen. Irgendeiner war es. Lippe Detmold. Wo ist Lippe Detmold? Braunschweig? Lippe Detmold. Wir haben gegen die einen Kriegsgrund. Schulden tilgen. Wie lange denn noch? Wie lange haben wir gegen euch den Kriegsgrund? Bis zum 23. Juni 1842. Also nicht mehr allzu lange. Was würde passieren, wenn wir das machen und da anschauen? Frankreich würde wahrscheinlich mitmachen, Preußen würde nicht mitmachen, Baden würde sehr wahrscheinlich mitmachen, Bayern ebenfalls, Sachsen ebenfalls. Sachsen ist wichtig. Wenn Sachsen nämlich Krieg führt gegen Preußen, dann kann Preußen keinen Einfluss mehr üben auf Sachsen. Das heißt, das wäre auch eine Art und Weise, wie wir sie raushalten dort. Wichtig wäre vor allem, dass Frankreich mitmacht. Frankreich ist wahrscheinlich. Eine gute Frage. Soll ich das wagen? Normalerweise würde ich das Publikum jetzt fragen, aber no risk, no fun, könnte man beinahe sagen. Im Normalfall würde ich in so einer Situation abspeichern und sollte Frankreich nicht mitmachen, würde ich einen Neustart wagen. Aber um ehrlich zu sein, das ist ein Let's Play und deswegen ist das natürlich etwas verpönt, so etwas zu machen. Also, no risk, no fun. Fortfahren. Ja, ich habe Angst, ich habe Angst. Was passiert, wenn sie nicht mitmachen? Dann habe ich einen Krieg mit Preußen am Hals, den ich nicht gewinnen werde. Ach weh, na gut, was soll's. Krieg erklärt. So, bevor wir irgendwas anderes machen, werden wir unser Haushaltsbudget ändern. Wir brauchen auf jeden Fall Geld für die Truppen. Es tut mir leid, Administration, du musst leiden unter diesem Krieg. Es tut mir leid, liebe Lehrer, auch ihr müsst leiden unter diesem Krieg. Ihr seid eh zu teuer. Steuern rauf. Denn wir werden jetzt etwas tun, was man normalerweise nicht gerne tut. Wir werden Truppen mobilisieren. Wenige Truppen, wenige Truppen.
Wir werden die Pause gleich beenden und dann werden wir gleich die Stunde der Wahrheit sehen. Oh ja, ich habe es befürchtet. Krakau. Also ja, was heißt befürchtet? Deswegen habe ich es ja gemacht. Preußen kämpft gegen mich. Wir sehen da oben, Preußen ist unser Feind. Krakau kämpft mit uns. Die Toskana kämpft mit uns. Parma kämpft mit uns. Modena kämpft mit uns. Lucca kämpft mit uns. Württemberg, Sachsen, großartig. Sachsen ist wirklich gut. Weil, wie schon gesagt, jetzt werden wir keine Probleme haben, dass Preußen Sachsen weiter beeinflussen will. Bayern kämpft mit. Baden kämpft mit. Preußen natürlich nicht. Nona. Und Frankreich kämpft mit. Sehr gut, sehr gut. Frankreich ist auf unserer Seite. Wir haben den Krieg fast gewonnen. Sollen wir mit der Mobilisierung noch warten? So, wir kämpfen gegen Lippe, gegen Nassau und gegen Oldenburg. Sonst noch irgendjemand? Das sind die drei Mini-Staaten, die mit Lippe Detmold direkt verbündet waren. Also ein weiterer Vorteil, das so zu machen, ist einfach, dass wir nicht mit allen norddeutschen Staaten Krieg führen müssen. Nur mit diesen dreien und Preußen. Das heißt, wir haben insgesamt mehr Verbündete auf unserer Seite. Wir schauen uns das hier an. Also wir kämpfen nur gegen diese Roten hier, aber gegen die anderen kämpfen wir nicht. Na gut. So, Baden hat Reserven mobilisiert, Nassau, Württemberg, Toskana, Modena, Sachsen und Parma. Aber weder Preußen noch Frankreich. Na gut, soll sein. Schauen wir mal, die kommen sicher auch noch. Und hier geht Preußen. Ich überlege gerade, ob ich mobilisieren soll oder nicht. Mobilisieren ist natürlich dahingehend schlecht, weil dadurch meine Wirtschaft bankrott geht. Weswegen ich kein großer Freund von Mobilisierungen bin. Aber wenn ich nicht mobilisiere, kann es sein, dass ich überrollt werde. Vor allem, wenn Frankreich nicht mobilisiert. Naja, was soll's, mobilisieren wir auch. Ich mag das zwar nicht, aber soll sein. So, die stellen wir mal daher in die Nähe der Grenze. Am Anfang müssen wir mal abwarten und abwägen. Und ihr kommt mal hierher, weil vielleicht holen wir uns diese Truppen da auch noch wieder zurück. Ja, mobilisieren bedeutet im Übrigen für die Leute, die es nicht wissen, okay, wir haben Idealismus zur rechten Zeit. Berufsoffiziere bringen mehr Moral. Ja, Moral ist jetzt nicht schlecht. Wir haben noch relativ viele Pferde. Am Anfang ist die Moral das Wichtigste. So, wir haben jetzt unsere Forschungspunkte auf 14,1 aufgeschraubt bereits. 14,1. Das heißt, wir haben mittlerweile in den 7 Jahren, die wir spielen, haben wir die Forschungspunkte etwa verdoppelt. Wir haben mit knapp über 7 begonnen und jetzt haben wir 14,1. Das ist doch schon schön. Okay. Was ist mit Frankreich? Machen die auch irgendwas? Himmel.
Prag angekommen. So, das sind 2000 Preußen, die werden wir fast 3000 Preußen, die werden wir versuchen einmal zu erledigen. Wie schon gesagt, unsere Hauptaufgabe am Anfang wird sein, preußische Truppen zu erledigen, um die Eroberung der preußischen Gebiete kümmern wir uns später. So, Kolumbien können wir in unsere Sphäre aufnehmen. Sehr gut und sehr wichtig. So, wir werden bei Kolumbien noch ein wenig weiter Einfluss üben, weil wir wollen die Amerikaner rauswerfen, wenn geht, aus Kolumbien. Ah, warte mal, da stehen schon 6000 Bayern, da können wir uns ruhig dazustellen. Oh, da sind deutsche Truppen. Ach, deswegen, die sind alle von dort hinten gekommen. Außerdem sehe ich gerade, wir haben in Triest noch den Truppensammelplatz. Das werden wir nicht mehr machen. Wir werden den Truppensammelplatz in Wien machen, ist vielleicht besser. Für die gesamten. Für die mobilisierten Einheiten. Aber das ist vielleicht gar nicht einmal so schlecht. Das ist mir eigentlich eh egal, ob sie das da hinten erobern oder auch nicht. Ist es mir das? Weiß ich nicht. Dann können wir nämlich die Einheiten, die er mobilisiert, relativ einfach erledigen. Weil die Einheiten sind stärker, wenn sie mit Heerführer und allem drum und dran daherkommen und vor allem nicht einfache Bauerntöpel oder Arbeiter sind. Katowice. Und Görlitz. Wohin geht's hier nach Küstrin? Wo ist Küstrin? Da. Und wo gehst du hin? Nach Breslau. Gut, dann gehst du auch nach Küstrin. Gehen wir da her. Ihr aufs Schiff. Ihr kommt zurück zu Mama. Und wir sehen, wir vernichten gegnerische Einheiten. Sehr gut, sehr gut. Ja, 24.000 Mann, das schaut nicht gut aus. Und die haben nicht nur normale Einheiten, sondern auch. Ah, das, was hinten steht, sind, glaube ich, die Artillerie. Zwei Artilleries sind da auch noch dabei. Ah, und da gehen welche durch. Das ist mir aber egal. So, da geben wir einen Anführer noch hinzu. Schauen wir mal, was da der Beste ist. Der hier war definitiv der Beste. Nach Oppeln. Versuchen möglichst viele von seinen Truppen abzufangen. Hallo. So, unsere Schiffe, unsere Leute sind an Bord. Wir fahren sie zurück nach Venedig. Das ist relativ freundlich, Venedig. Ah, sehr gut. Und
Nachdem wir jetzt gerade am Anfang des Krieges sind, ist das ein guter Zeitpunkt, um fürs Erste Schluss zu machen. Also, meine Lieben, schlaf gut und träumt was Schönes. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bye bye.